852 Tiere. So viele ist jeder von uns im Schnitt in seinem Leben. Klingt unfassbar viel. Der ultimative Gegenvorschlag? Gar keine Tiere mehr töten, gar kein Fleisch mehr essen. Aber wenn wir ehrlich sind, ein kompletter Verzicht ist äußerst unrealistisch. Aber einfach so weitermachen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Sollten wir weniger Fleisch essen? Was macht das konkret mit der Umwelt, mit den Tieren, mit unserer Gesundheit? Wir machen Tabula Rasa. Fleisch als Lebensmittel ist eigentlich eine coole Sache. Es enthält alle wichtigen Makronährstoffe. Eiweiß, also Protein, Fett, Mineralstoffe, Vitamine. Kauf eins, krieg alles. Okay, es fehlen Kohlenhydrate. Das ist aber kein Problem, denn Energie kann unser Körper auch aus anderen Bausteinen gewinnen. Protein und Fett sind mindestens genauso energiereich. Allen voran besteht Fleisch aus bis zu einem Viertel Protein. Und das ist wichtig für den Aufbau von Muskeln oder Knochen und all dem Kleinen, was in unserem Körper so kreucht und fleucht. Dafür brauchen wir bestimmte Proteinbausteine aus der Nahrung, weil wir sie nicht selbst herstellen. Es geht also um Menge und Qualität. Und da schneidet Fleisch besonders gut ab. Außerdem wird tierisches Protein vom Körper schneller aufgenommen als das von eiweißreichen Pflanzen, wie etwa Soja. Okay, gute Sache also, dieses Fleisch. Nur um Protein zu uns zu nehmen, haben wir zwei Optionen. Wir bauen etwa Soja an, ernten es, verarbeiten und verkaufen es und bereiten es zu. Zack, genug Protein. Oder wir bauen Soja an, wir ernten es, schiffen es um die Welt, bringen es in einen großen Stall, immer wieder, das Rind frisst es und wächst. Dann schlachten wir das Rind, es wird verarbeitet, verkauft und zubereitet. Und genau dieses zweite System brummt. Das zeigen unsere nackten Fakten. Seit Anfang dieses Videos wurden mehr als 280 Tiere geschlachtet. Pro Jahr sind es 302 Millionen Rinder, 573 Millionen Schafe, 656 Millionen Puten, 1,5 Milliarden Schweine, 68,8 Milliarden Hühner, insgesamt mehr als 72 Milliarden Tiere. Und 20% des Fleisches könnte sogar für die Tonne produziert sein, weil wir es gar nicht essen. Und es wird immer mehr Fleisch, denn wenn der Wohlstand steigt, wird mehr davon gegessen. Eben auch, weil es so billig ist. Vor 100 Jahren musste man für ein Kilo Fleisch viel mehr von seinem Lohn zahlen. Und zwar so viel, dass wir heute nicht nur etwas mehr als 6, sondern mehr als 300 Euro zahlen müssten. Wir haben also einen extrem hohen Konsum. Und der hat Auswirkungen auf Tierhaltung, Einfluss auf die Umwelt, Einfluss auf deine Ernährung und Gesundheit und den Preis. Alles bedingt sich gegenseitig. Denn je größer der Konsum, desto größer und schwieriger ist die Tierhaltung. Regelmäßig bekommen wir Fleischskandale mit. Trotzdem kaufen und essen die meisten von uns Fleisch. Klar, der Wurst sieht man das nicht an, was da so läuft. Was wäre also, wenn es im Kühlregal so aussähe? Schon an der Bezeichnung Nutztier merkt man, dass sich der Mensch kulturell über Natur und Tier gestellt hat. Und so sieht es dann aus. Je mehr Tiere pro Fläche, desto höher der Ertrag. Tiere würden sicher sagen, zu wenig Platz für mich. Im Gegensatz zu anderen Arten gibt es für Mastrinder zum Beispiel keine gesetzlich verpflichtende Boxengröße. Stattdessen nur Empfehlungen oder Mindestanforderungen von bestimmten Gütesiegeln, die sich etwa an Größe oder Gewicht orientieren. Wenn man das mal auf uns übertragen würde, für den Durchschnittsdeutschen wäre das nicht mal ein halber Quadratmeter. Und für Schlachttiere heißt das viele Tiere zusammen auf engem Raum. So viele, dass sie ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben können. Die Kombination aus Platzmangel, Stress, falscher Ernährung und fehlender Beschäftigung führt so oft zu schädlichem Verhalten anderen Tieren gegenüber. Etwas, das man in der Natur fast nie beobachtet. Als Gegenmaßnahme oft genutzt, Hühnern den Schnabel stutzen und Schweinen den Schwanz kopieren. Wenn wir nun weniger Fleisch essen würden, bräuchte es insgesamt weniger Tiere. Der Platz pro Tier steigt, einige Haltungsbedingungen könnten sich verbessern, theoretisch. Dafür ist aber auch die Politik gefordert. Sie müsste die problematische Massentierhaltung einschränken. Das wäre nicht nur ein gravierender Unterschied für die Tiere, sondern für die gesamte Umwelt. Ihr erinnert euch ja noch daran. Es verwundert nicht, dass auch dieser Umweg die Umwelt stärker belastet.
Der Lebensmittelsektor macht jetzt schon 26% der weltweiten Emissionen aus. Davon 75% für Fleisch und Fisch. Besonders interessant ist der Klimaaspekt, wenn man ihn auf das Gramm Protein rechnet. Denn das wollen wir ja vorrangig mit Fleisch zu uns nehmen. Dazu nochmal die nackten Fakten. Der Wochenbedarf Protein erzeugt, plakativ gesagt, entweder 210 Kilogramm CO2 oder nicht einmal 1-2 Kilogramm, je nachdem, ob wir Rind oder Erbsen essen. Der Grund: Protein aus Fleisch ist einfach ineffizient. Wir verfüttern viel Protein, das meiste geht aber flöten. Beim Rindfleisch bleiben nur 4% übrig. Beim Schwein immerhin mehr als doppelt so viel und bei Geflügel fast 5-mal so viel. Ist besser als nix, aber wir kriegen weniger raus, als wir reingeben. Und das sieht dann nachher quasi so aus. So viele Treibhausgase stecken hinter einer Portion Spaghetti Bolognese. Und so viel ja hinter Spaghetti Sojanese oder so. Das spart pro Portion 1 Kilo CO2. Aber das CO2 ist nicht das einzige Problem für die Umwelt. Das nächste: Tierhaltung und Futtermittel verbrauchen große Flächen und Wasser. Gerade wenn intensiv angebaut wird, gehen kleine und große Ökosysteme verloren und die Artenvielfalt sinkt. Bisher hat der Mensch die Hälfte der nutz- und bewohnbaren Landmasse in Agrarflächen umgewandelt. Davon wiederum sind ganze 77% nur für die Tierindustrie da. Mit weniger Tierhaltung wäre auch weniger Fläche nötig. Ganz ohne wäre es natürlich noch deutlicher. Würde man auf 36% der Agrarfläche pflanzliche Lebensmittel anbauen, ließen sich der weltweite Kalorien- und Proteinbedarf decken. Die übrige Fläche wäre dann verfügbar für natürliche Landschaften und geschützte Lebensräume. Die Fleischproduktion verbraucht aber nicht nur Platz, sondern außerdem sehr viel Wasser. Für 1 Kilo Rindfleisch braucht man etwa 15.000 Liter Wasser. Für 1 Kilo Hülsenfrüchte wie Soja mehr als 3-mal weniger. Und für Gemüse fast 50-mal weniger. Das Verhältnis allein ist aber gar nicht so entscheidend, denn mehr als 90% des Wassers ist schlichtweg Regenwasser. Wichtiger ist, wie viel zusätzlich entnommen wird, zum Beispiel aus dem Grundwasser. Hier sind es beim Rindfleisch 550 Liter, also fast 4-mal mehr als bei Hülsenfrüchten. Und wichtig ist auch, wie viel nötig ist, um Wasser wieder nutzbar zu machen, das durch Dünger und Pestizide verschmutzt worden ist. Treibhausgase, Platzbedarf, Wasserverbrauch. Umweltzerstörung und Klimaveränderung werden früher oder später teuer. Würde der Fleischpreis solche Folgekosten enthalten, würde ein 1/2 Kilo gemischtes Hack nicht 2,99 € kosten, sondern 8,16 € oder noch mehr, haben Forschende errechnet. Also, je stärker der Konsum, je intensiver die Tierhaltung, je billiger das Fleisch, desto stärker leidet die Umwelt darunter. Gucken wir jetzt mal auf Ernährung und Gesundheit. Wir erinnern uns, Fleisch ist ein Allrounder, also viel Protein ist da drin. Aber das liefern getrocknete Sojabohnen, Erbsen, Nüsse, Lupinen genauso oder sogar noch mehr. Was Fleisch vielleicht neben viel Protein überraschend noch zu bieten hat: Vitamine. Da wäre gerade das Vitamin B12, das nur in tierischen Lebensmitteln enthalten ist. Das müssen Veganer und auch manche Vegetarier supplementieren, ist aber einfach. Fleischesser müssen aber auch aufpassen. In einigen Fleischsorten steckt Vitamin B12 auch nur in geringen Mengen. Wer vor allem Hühnchen isst, kann damit zwar seinen Proteinbedarf decken, aber für Vitamin B12 reicht es nicht aus. Täglich bräuchte man 800 Gramm Hühnerfleisch oder auch mal Leber. Denn Fleisch enthält zwar weitere Vitamine, in wirklich relevanten Mengen stecken die aber nur in den Innereien. Die grobe Faustregel lautet: In rotem Fleisch stecken die meisten Nährstoffe. Übrigens zeigen Fleischesser oder Mischköstler, wie man sie auch gerne nennt, in bestimmten Studien sogar häufiger Nährstoffdefizite als Vegetarier oder Veganer, zum Beispiel bei Folsäure. Und mehr Fleisch bedeutet oft auch weniger Ballaststoffe. Die stecken vor allem in Obst, Gemüse oder Pilzen und sind ziemlich gesund. Für manche gilt daher: Wer weniger Fleisch isst und dafür mehr Gemüse, kann sogar besser mit Nährstoffen versorgt sein. Oft auch, weil er sich mehr Gedanken macht. Leben solche Menschen also gesünder? Leben Veganer deshalb länger? Es gibt unzählige Studien dazu, aber die Antwort ist gar nicht so leicht. Ernährungsstudien sind immer so eine Sache. Oft lässt sich nicht sagen, ob nun der Fleischkonsum oder doch das Rauchen, ob zu wenig Sport oder andere Faktoren die Schuld an schlechter Gesundheit haben.
Rechnet man diese Faktoren heraus und schaut man viele Studien gesammelt an, dann zeigt sich meist, dass Fleisch mit höheren Krankheitsrisiken einhergeht. Genauer gesagt rotes und vor allem verarbeitetes Fleisch. Das Risiko für Diabetes, Darmkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt mit höherem Fleischkonsum. Anders gesagt, wer 50 Gramm weniger rotes oder verarbeitetes Fleisch am Tag isst, soll etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 9-18% senken. Für dich bedeutet das, als gesunde Nichtraucherin unter 40 hast du im Schnitt ein Risiko von 1-5% in den nächsten 10 Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Grob gesagt verdoppelt sich dieses Risiko alle 10 Lebensjahre. Wer als junger Mensch nun täglich auf 50 Gramm Fleisch verzichtet, reduziert das Risiko um 18%. Beispielsweise von 5 auf etwa 4%. In höherem Alter dann von 18 auf 15%. Noch so ein Thema sind Antibiotika. Durch die vielen Tiere auf engem Raum sind sie in der Massentierhaltung dauernd im Einsatz. Mit etwa 370 Kilogramm Fleisch bekommt man eine Dosis Antibiotikum zusammen. Das wäre erstmal nicht so tragisch. Gefährlich kann es aber werden, wenn sich durch den stetigen Antibiotikaeinsatz resistente Keime bilden. Werden die dann über Fleisch auf den Menschen übertragen, können sie den Behandlungserfolg mit Antibiotika gefährden. Heißt also, weniger Fleisch und bessere Tierhaltung können das Risiko einiger Krankheiten wie Herzinfarkte reduzieren. Je weniger, desto besser für uns. Und in Zukunft? Na, der Klimawandel kann die Ernteerträge schmälern für pflanzliche Nahrung, / Tierfutter. Gentechnisch veränderte Nutzpflanzen könnten eine Lösung sein. Und auch der Markt für Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis wird weiter wachsen. Schon heute machen sogar große Wursthersteller mehr Gewinn mit Fleischersatz. Zuletzt bleibt noch der Traum vom Clean Meat, dem Fleisch aus dem Labor. Man bekommt quasi echtes, aber vegetarisches Fleisch, weil die Kuh zwar noch gehalten, aber für das Steak nicht mehr getötet wird. Aber das wird erst in den kommenden Jahren und Jahrzehnten so richtig relevant. Und da stehen wir jetzt. Klar, für die Tiere und die Umwelt wäre ein Komplettverzicht auf Fleisch das Beste, keine Frage. Realistisch ist das aber nicht, vor allem nicht weltweit. Weitermachen wie bisher ist aber auch keine Option. Denn wir haben es mit dem Konsum wirklich ziemlich auf die Spitze getrieben. Und die Priorität lautet gerade vor allem günstig und in Massen. Günstig und gleichzeitig gesunde Ernährung mit Fleisch, am besten aus Superhaltung, natürlich ohne große Klimasorgen. Das ist leider krasses Wunschdenken, wenn wir so weiter essen und produzieren wie jetzt. Was aber, wenn wir unsere Prioritäten verschieben? Essen wir weniger Fleisch, braucht es weniger Tiere. Das wären weniger Umweltauswirkungen, weniger Haltungsprobleme. Und auch unsere Gesundheit könnte davon profitieren. Zu einem fairen, aber deutlich höheren Preis. Aber sollten Tiere und Fleisch uns das nicht wert sein? Was meinst du? Schreib's gerne hier in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Und wir empfehlen dir auch noch diese zwei Folgen Tabula Rasa.